Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Fallout. Jaha! Unser Held freut sich, er wird wieder gespielt. Wir müssen mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. So ganz traue ich mir da irgendwie noch nicht so hin. Aber irgendwie muss das funktionieren. Jetzt schauen wir aber nochmal kurz hier bei der Mülldeponie vorbei. Und gehen ein bisschen östlich. Mistviecher. Ups, das war jetzt die falsche Taste, super. Genau. So. Bewaffnet. Und schauen uns nochmal ein bisschen um, ob wir irgendwo was finden können. Mal was kleines Erste-Hilfe-Kram. Genau. Laufen wir doch mal ein bisschen da hinten. Da ist eine kleine Siedlung. Da laufen wir mal hin. Gucken, ob wir da was finden oder so. So ein bisschen mehr Munition wäre ja nicht verkehrt. Was ist denn da oben? Da stehen auch ein paar Häuser. Lasst uns mal nachgucken. Oder kennen wir das schon? Nein, das steht ein eingestürztes Haus. Aber hier gibt es vielleicht ja was zu finden. Da ist eine Kiste, Splittergranate, Molotow-Curry. Sehr schön. Was haben wir hier? Ja. Ein paar Blumen. Was haben wir hier? Friedhof. Oh, Friedhof ist gut. Friedhof ist sehr gut. Bei Friedhöfen erster findet man. Und letzter Fehler. Oh. Noch jemand? Da wurden wir ja glatt angegriffen. Wir sollten wachsam bleiben. Die nehmen wir jetzt einfach mal alle mit hier, die ganzen Vasen hier. Blöderweise sind wir jetzt dann irgendwie überladen. Das ging schnell. Inventar. Kleidung. Das ist meistens so das, was am schwersten immer ist. Waffen. Diverses Schrott. Nee. Das ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Immer noch. Genau. Irgendwie hier. Bisschen davon. Was? Runterwerfen. Irgendwie, irgendwo. Ich dachte, das hätten wir alles eingelagert. Das gibt's ja nicht. Wieso schleppen wir das immer noch mit uns rum? Knochen, die legen wir mal auch weg. Aber viel bringt uns der Schrott jetzt nicht an Gewicht. Hier, das ist ziemlich schwer. So. Toll. Dann würde ich sagen, das ist natürlich jetzt blöd. Aber so können wir ja nichts mehr mitnehmen. Dann müssen wir zurück. Irgendwie. Das blicke ich. Ach, wir wollten ja Zeug verkaufen, aber der eine Händler hatte ja nicht alles genommen. Das ist ja das Witzige. Dass die da irgendwie immer alle so fehlerisch sind. Mein Gott. So. Verwerten. Das Gewehr hebe ich jetzt mal auf. Das Scharfschützengewehr hebe ich jetzt auch mal auf. Machete kann weg. Schlagring kann weg. Das Messer heben wir auf. Eine Schrotflinte kann weg. Das Gewehr kann weg. Ich dachte irgendwie, dass ich das schon gemacht habe, aber gut. 10mm Pistole kann auch weg. Okay.
Dann haben wir das schon mal gemacht. Genau. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Weder Rüstung kann auch komplett weg. Ah, mehr haben wir auch hier nicht mehr. Wie komme ich nochmal ins Lager? Ja, verlassen. Wieso fragt er nach, ob ich verlassen will? Ich will verlassen. Habe ich nichts zum... Ach ja. Wenn ich jetzt hier auf Transfer gehe. Ah, jetzt bin ich schon wieder da reingegangen. Herrschaftszeiten. Jetzt will aber auch hier echt mich das Spiel ärgern. So, gesamten Schrott lagern. Meine Waffen, meine Kleidung, meine Hilfsmittel, diverses, meine Mods. Okay. Haben wir. Nee, haben wir nicht. Okay. So. Scheint wirklich was zu werden. Jetzt kann ich hier Klingenkorn ernten. Aha. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Jetzt können wir hier ein bisschen was ernten. Vielleicht ist ja dann was Neues dabei, um es wieder einzupflanzen. Ressourcen. Essen. Haha. Dann haben wir nämlich das hier mal endlich geschafft. Ja, super. Jetzt können wir endlich für Nahrung sorgen hier. Melonen. Findet man denn noch Platz? Da war eine kleine Lücke. So. So. Da können wir hier eine neue Beere pflanzen. Die hatten wir ja hier hinten stehen. Stellen wir jetzt einfach mal hier dazu. Was haben wir noch? Tomaten. Pflanzen wir jetzt mal hier hin. So. Also jetzt haben wir auf jeden Fall genug Essen. Da können wir ja jetzt mal hier mit dir wieder quatschen. Nee, wo ist er denn? Ja. Du warst es nicht. Wo ist er denn? Vielleicht. Schläft er eine Runde? Ah, hier. Hey, Sturgis. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Verteidigungsanlagen bauen. Ich kümmere mich drum. Danke. Ich weiß zwar nicht genau, um was er da so gedacht hat. Geschütztürme. Oh, das können wir sogar bauen. Coole Sache. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo ich das hinstelle. Ich stelle mir jetzt mal hier eins hin. Was haben wir denn da eigentlich noch? Schweres MG, dazu benötigt man Rang 1. Dann müssen wir die hier erstmal noch bauen. Ich vermute ja mal, dass die meisten Gegner über die Brücke kommen werden, dass sie so anständig sind und das so tun werden. Deshalb stelle ich jetzt hier einen Schützturm hin.
Genau. So. Dann stellen wir hier einen coolen Wachturmposten hin. Mal gleich ausprobieren. Könnte funktionieren. Und daneben gleich. Ich kann sogar bis hier oben hin und gucken, wie weit ich komme. Aha, hier geht es dann nicht mehr. Dann stelle ich das mal hier so an die Seite. Muss man nämlich hier so ein bisschen schlangenlinienmäßig laufen. Was ist das? Das sind Fallen. Benötigt aber einen Schaltkreis, okay. Mal kurz den mit dem hier. Kann der was erzählen? Aha. Haben wir denn jetzt nicht schon ein bisschen was gemacht? Der erste Schritt. Ah, haben wir schon fertig? Gut. Genau. Darauf wäre der Schutzturm auch nicht schlecht. Vielleicht den einen schutzbewaffneten Turm hier vielleicht doch nach vorne stellen. Komm mal mit. Schon mal umdrehen. Können wir sowas eigentlich auch auf eine Lampe stellen? Nee, funktioniert nicht. Aber macht nichts. Den anderen können wir nämlich jetzt hier oben hinstellen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wobei, wenn man hier steht, ist das irgendwie ätzend. Machen wir hier hin. So. Dann quatschen wir mal mit unserem Freund. Wenn wir ihn wieder finden. Der versteckt sich ja jedes Mal. Da ist er. Mach auf! Ich will mit dir reden. Danke, dass du das erledigt hast. Klar doch. Wir alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Ich warte, will ein paar Sachen mit dir tauschen. Aha. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab's so. Jetzt erstmal nicht. Dann sind wir bei dem irgendwie fertig. Gut gelaufen. Naja, dann gehen wir nochmal zu dem Diner, bisschen handeln und so. Bisschen hat sich da ja wieder schon wieder angesammelt. Ei, ei, ei. Das geht immer so schnell. Die hat 24 Stunden geöffnet. Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Hund hat was gefunden, ich komme gleich. Brauchst du irgendwas? Ja, hallo. Der Laden hat geöffnet. Was willst du? Handeln. Oh, ich schau mal, was du hast. Das ist jeden einzelnen.
Oh, jede Menge 10 mm Munition. Hat sie eine 38er Waffe? Das ist 308. 308. Da. Diese improvisierten Pistolen haben 38er Munition. Davon haben wir ziemlich viel. Kannst haben, kannst haben, kannst haben, kannst haben. Ja, weil dann nehmen wir nämlich so eine improvisierte Pistole. Was hat denn hier? Feuerrate, Reichweite, Schaden, 16, 19. Schon klar, dass der nicht mit unserer Pistole mithalten kann, aber so sind wir wenigstens endlich immer dauerhaft bewaffnet. Aber das Geld reicht so nicht. So, Springmesser kannst du noch haben. Diese Lasermuskete kannst du auch haben. Das Gewehr. Denn kriegst du den Handel mit den 10 mm Dinger wieder zurück. Hilfsmittel. Vielleicht finden wir hier, was wir abgeben können. Zum Beispiel hier die Cola. Hier sowas. So, jetzt sieht es wieder gut aus. Aber wir könnten ja nochmal hier gucken. Red Away. Schlammbohnen. Schmutziges Wasser kannst haben. Süßkuchen schenke ich dir. Wein. Zuckerbomben. Russisches Ei. Das kannst du haben. Was ist ein Cram? Daytripper kannst du auch haben. Denn dann kann ich mir hier doch nochmal überlegen, ob ich hier die 10 mm Patronen mitnehme. Oh, Fleisch vom Mischlingshund. So müsste ja passen. Sehr schön. So, dann will ich jetzt hier meine Waffe mal begutachten. Wo ist sie denn? Da. Hier ist unsere saugeile Waffe. Naja. Joa, passt. Dann bin ich bereit für diesen Ort hier. Das probieren wir jetzt dann aus. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch, wenn ihr nicht weiter gucken solltet. Und ansonsten bis gleich zur nächsten Folge. Ha. Also, ciao, ciao.